Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Community. So, wir haben jetzt schon in die letzte Zeit, ich habe vorgearbeitet, so ein bisschen, dass ich nicht euch langweilig Flügen und Kalken komplett zeige, habe ich jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet, da ich schon fertig war mit Flügen und so. Ja, jetzt werde ich dann erstmal schön, wir wollen auf das Feld 57 Mais ansäen, weil, wie ihr gehört habt in den anderen Folgen, den Mais werde ich weiterverkaufen an den lieben Lohnunternehmer. Ja, dann wollen wir mal losfahren zum Feld 57. Wenn ich überhaupt die Chance dazu habe. Ich sehe das schon, jemand kommt da irgendwie angefahren. Kleinen Umblick, lieber neue Person. Ich fahre einmal rückwärts, dass wir uns hier am Hof treffen. Richtig? Guten Tag. Hallo. Wer sind Sie? Ich bin der ich bin neu im Dorf. Okay, wie heißen Sie? Nino Müller. Hallo, Nino Müller. Wie geht's Ihnen? Und wie heißen Sie? Ich bin mir geht's der. Gut und Ihnen? Ja, mir geht's auch gut. Ich bin der Herr Liebe. Ja? Ich habe meinen eigenen Namen vergessen. Ich bin der Alex Wolf. Okay. Jo, was ist denn eigentlich Ihr Plan so auf der Karte? Ich will der neue Bürgermeister werden. Ach so, okay. Ja, das hört sich ja gut an, dass wir endlich mal einen Bürgermeister hier auf der Karte bekommen, ja. Weil wir haben schon immer einen Bürgermeister gesucht. Ja, dann freut mich, dass wir jetzt vielleicht einen Bürgermeister haben. Ja. Ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen, ob sie damit einverstanden sind. Ich denke mal schon. Bestimmt. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall werde ich bei Ihnen auch irgendwann mal einen Termin brauchen. Mhm. Worum es genau geht, erfahren Sie dann. Okay. Nino? Ja. Ja. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Ja. Ich hoffe auch, dass man hier so ein bisschen lustige Sprüche reinhauen. Kann man alles machen. Ja. Das wird schon laufen, alles. Okay, dann tschüss. Tschüss. Oh, da kommt noch ein neuer. Hallihallo, wer sind Sie denn? Guten Tag, ich bin der Rico Köhler. Hallo, Herr Köhler. Ja. Wie geht's es Ihnen? Ja, gut, und dir? Hallo, habe ich das Duschen dir schon erlaubt? Habe ich schon das Du angeboten? Nein. Enrico? Nein, Sie haben mich, glaube ich, auch noch nicht mal nach dem Namen gefragt, kann das sein? Ja. Ja. Ich bin der Alex Wolf. Ja. Ja. Alles gut. Ja, was ist denn Ihr Plan hier so auf der Karte, wenn ich fragen darf? Ja, ich will irgendwann hier mal großen mich niederlassen und dann irgendwann mal einen Biohof haben. Ein Biohof? Ja. Okay. Also wollen Sie hier komplett ohne Kalk arbeiten, ohne Dünger? Ja. Okay. Nicht schlecht. Meinen Sie, das schaffen Sie? Ich glaube schon. Ja. Dann nehmen Sie sich aber was vor, muss ich sagen. Ja. Nicht schlecht. Ja. Dann lass halt erstmal vorstellen. Ja. Hier im Dorf. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil Sie sind ja gerade erst mal neu hier auf der Karte. Da sollte man auch erstmal die anderen ganzen Leute kennenlernen.
Ja. Ne? Ja, dann sage ich mal, hoffentlich kommen wir gut zurecht, arbeiten vielleicht auch mal zusammen. Ja. Vielleicht auch mal bald, weil ich nur 50.000 auf dem Konto habe. Vielleicht werde ich mal zu dir kommen und ein bisschen Geld verdienen. Könnte man sich überlegen. Leider ist ein Bauer von uns, der hier auch mal mit dabei ist, zurzeit in Urlaub. Okay. Habe ich erfahren bekommen, weil er eine Fortbildung macht. Ja. Sonst hätten sie auch noch gerne zu ihm gehen können. Der ist leider in einer Ja. Fortbildung. Ja. Deswegen ist das schwer zu sagen. Das Problem ist, der Landhandel gerade hat gerade geschlossen, die Person ist gerade in einer Besprechung. Ja. Sonst hätte ich ihn gefragt, ob er mir eine Einzelkornmaschine ausleihen könnte, Ja. dass sie mir helfen, Mais anzusehen auf Feld 57. Ich kann auf jeden Fall Ja. sofort sagen, ich bin kein Biobauer, Ja. weil ich brauche schon ordentlich Ertrag, weil ich, was Ja. ich jetzt hier auf was ich baue, natürlich, ich will eine große Menge Ertrag raus haben, weil das wird, Feld 57 wird verkauft an einen Lohnunternehmer, der möchte das für die Biogasanlage abhäckseln für sich. Ja, das. Ja, da sollte ich auch schon düngen, weil ich Ja. glaube, verpachten will ich das Feld nicht, weil das zu gut nicht wirklich, ich schätze mal, wenn ich das verkaufe, kriege ich mehr raus, als wenn ich das pachte. Ja. Verpachte. Ja, wenn sie wollen, können wir gerne im Funk bleiben. Ja. Wenn sie möchten, müsste ich ihnen nur Lohnstatus geben. Ja. Dann können sie hier einmal gucken, hier in der Halle gucken. Ja. Könnten sie sich hier den Trecker schnappen, den kleinen hier, Ja. und einfach mit zum Feldchen kommen. Und dann ein bisschen mit im Chat, im Funk sein, und wenn der mal wieder da sein sollte aus der Besprechung, dann könnten sie damit zum Fahren, zum Hof, zu ihm zum Okay. Laden und die Maschine abholen, wenn ich sie sofort kriegen sollte. Dann Ja. habe ich hier, können sie hier bei dem Silo, Ja. da habe ich einmal Dünger und Saatgut drin. In dem bei Ja. hier in dem Silo könnten sie da rausholen. Jo. Ne? Dann sag ich mal, ich fahr schon mal los. Ich hoffe, der ist nicht mehr allzu lange in der Besprechung. Ja. Ich hab's auf jeden Fall nur gehört, dass er in der Besprechung sein sollte. Hat er einmal, immer in der Woche mindestens einmal eine Besprechung. Jo, zwei noch über den Mülltonnen oder was? Ja, ich bräuchte noch Ja, den stimmt, ja, ich Traktorschlüssel. sollte Ihnen ja noch den Treckerschlüssel geben. In Herr Köhler. Halt, ich will nicht den Hof beitreten. Was ist denn heute los mit mir? Müssten eigentlich jetzt den Schlüssel haben, ne? Kann das sein? Ja. Joa, wollen wir mal schön ansehen fahren. Ja, ich muss auch später mal, wir haben ja jetzt noch einen weiteren neuen auf. Jo! Oh, wer war das denn jetzt? Wir haben jetzt noch einen anderen neuen ja auch auf dem Karte, den Nino Müller. Ja. Unser Bürgermeister. Mit dem muss ich nachher auch noch Besprechungen machen. Weil ich will noch einen Kredit aufnehmen. Das ist einfach nicht alles so. Ich frage mal nach, ob er auch mit möchte in Funk. Hallo. Wer Hallo sind Nina Sie denn? Müller. Nino Müller, möchtest du mit im Funk bleiben? Ja, okay. Jo, okay. Okay, dann sind wir jetzt im Funk.
wieder einsteigen. Sag mal, was war da gerade von Ihnen? Wollten Sie mich wegkrempeln oder was? Ja, ich bin auf meiner Spur. Sie sind übergezogen. Kann jeder sagen. Ja. Haben Sie sich eigentlich schon einen Ort ausgesucht, wo Sie sich niederlassen wollen? Nee. Als Bürgermeister? Nee. Aber leider können Sie nicht alle kennenlernen, weil heute einer ist noch im Urlaub, also Fortbildung, ein Bauer. Naja. Und einer ist jetzt gerade noch, der Landhandel macht und so Lohnunternehmer gleichzeitig. Der ist gerade in der Besprechung. Ah, der Bürgermeister erkundet sich mal die Stadt hier komplett, wo was ist, wo er sich am besten niederlassen kann. Genau. Ich kriege gerade irgendwie schlecht Luft durch die Nase. Wie man es bestimmt hört. Das wird jetzt hier einige Zeit dauern, bis ich fertig eingesät habe. Das hat immer Problem gerade, dass er nicht da ist. Ja. Ja. Weil sonst hätte ich ihn fragen können, ob er noch eine vermieten kann. Dass unser anderer Bauer hier, der neu anfangen will, Biobauer werden will, hier auf der Karte, dass er helfen könnte. Ich hätte was anderes. Ich hätte noch eine Sämaschine, ne? Eine normale. Ja. Wenn du so nett wärst, könntest du dann bitte Feld 12 Sojabohnen anpflanzen? Ja, kann ich machen. Müsste nur noch aufgefüllt werden. Ja. Das wäre super. Hier mache ich einmal, obwohl man das Vorgewende beim Einsehen als letztes macht, mache ich das aber jetzt trotzdem, weil sonst fahre ich jemanden im Wasser und das ist auch nicht so schön. Fahren wir mal wieder dahin, wo wir vorhin waren. So, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Euer Alex Gaming wünscht euch einen schönen Tag noch. Ey, kein Helfer einsetzen. Und sagt, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.